Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es ein besonderes Spiel ist für die gesamte Mannschaft. Vielleicht vereinzelt für den einen oder anderen Spieler. Das ist gut möglich. Aber wir sind im Profigeschäft. Wir sind in dem Geschäft gibt es nur den Verein. Und der Verein ist das wertvollste. Trainer, Spieler kommen und gehen und werden auch schnell vergessen, sind auch alle zu ersetzen, aber wir tun alle gut daran, im Sinne des Vereins zu handeln. Für viele meiner Spieler dann auch kann es sogar Vorteil sein, weil sie kennen den Trainer, sie wissen, welche Vorgaben er an die Mannschaft richtet. Also muss sie jetzt gar nicht großartig vielleicht über Preußen erzählen. Natürlich Horst mit seinem Hintergrundwissen, das ist dann natürlich auch Gold wert. Das ist natürlich, der Punkt geht auf ihn. Es wird mit Sicherheit von diesen neuen Spielen kein Spiel geben, das wir einfach so gewinnen oder für uns entscheiden. Das glaube ich nicht, weil wir müssen jetzt einfach sehr viel Energie aufbringen, um Spiele überhaupt positiv zu gestalten. Und weil wenn man unten steht, dann ist das Passspiel das einfachste Passspiel oder der einfachste Zweikampf, der Laufweg, wird einfach mental begleitet, so sehr begleitet, dass es halt einfach doppelt so schwer fällt, wie wenn man im Aufstieg mitspielt. Auf und Abs gehören halt einfach dazu in diesem Geschäft. Und wenn man aber diese Abs dann gemeinsam meistert, wenn man da dann auch dann erfolgreich ist und die Ziele doch erreicht, dann gibt es einem, denke ich, die dreifache Kraft. Und das würden wir gerne auch schöpfen am Saisonende, und um neue Ziele zu formulieren, klar. Ja, es ist so, dass der Gratas sehr, sehr gut trainiert. Aber ich hatte noch nie die Möglichkeit, ihn in einem Punktspiel dann auch zu sehen. Um ihn dann auch wirklich zu bewerten, nach Wettkampf zu bewerten. Und somit ist er aktuell der Leidtragende, der jetzt der außen vor ist. Und, aber wir tun gut daran, alle Spieler, die aktuell zu kurz kommen, die Wertschätzung zu geben, die sie dann auch verdienen, weil wir ganz genau wissen, dass alle gebraucht werden. Und deswegen haben wir heute auch nochmal speziell mit den Ersatzspielern trainiert, länger auf dem Platz geblieben, damit sich da jetzt keiner vernachlässigt fühlt oder minderwertig fühlt.